Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 20.06.2021. Leider wieder nur digital. Eigentlich sollten in diesem Gottesdienst die Verabschiedung der Maxi-Kinder unseres Kindergartens stattfinden, aber wegen Corona ist das leider nicht möglich. Wir werden die Kinder auf andere Art und Weise dann im Kindergarten in die Schule verabschieden. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Christen erwarten wir unsere Hilfe von Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der seinen Bund hält, der uns Menschen und seine Schöpfung niemals aufgibt. Der Wochenspruch für diese Woche steht in Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich bete mit uns. Herr unser Gott, Vater im Himmel, danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir dir wichtig sind. So wichtig, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast, um uns zu suchen
und zu finden. Danke, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir miteinander und mit dir verbunden sind durch deinen guten Heiligen Geist. Und so bitten wir dich, segne uns diesen Gottesdienst, segne unser Reden und Hören und lass uns erfahren, dass du da bist. Amen. Wir hören einen Abschnitt aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das ist der für heute vorgeschlagene Text aus dem Neuen Testament. Er ist gleichzeitig dann auch der Predigttext. Viele Zollbeamte und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Empört zischten die Pharisäer und Schriftgelehrten: Mit welchem Gesindel gibt er sich ab? Und nicht genug, dass er mit ihnen redet. Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Jesus benutzte wieder ein Gleichnis, um es ihnen zu erklären. Wenn du 100 Schafe hast und eins läuft weg, lässt du dann nicht die 99 allein zurück, um das Verlorene zu suchen, bis du es gefunden hast? Glücklich wirst du es dann auf deinen Schultern nach Hause tragen und deinen Freunden und Nachbarn zurufen: Kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. So wird man sich auch im Himmel über einen verlorenen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr freuen als über 99 andere, die es nicht nötig haben, Buße zu tun. Oder nehmt ein anderes Beispiel. 10 Silbermünzen hatte eine Frau gespart. Als ihr eines Tages eine fehlt, zündet sie sofort eine Lampe an, stellte das ganze Haus auf den Kopf und suchte in allen Ecken. Endlich hat sie die Münze gefunden. Sie rennt aus dem Haus zu ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Ich habe mein Geld wieder. Schaut her, freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Worte der Heiligen Schrift.
Liebe Schwestern und Brüder, als ich den Bibeltext für den heutigen Sonntag, für den Gottesdienst gelesen habe, fiel mir ein Erlebnis ein, das schon viele Jahre zurückliegt. Damals waren unsere Kinder noch klein. Und wir waren mit einer Gruppe von 13- bis 15-jährigen Jungen auf einer Freizeit in Vornsbach auf der Schwäbischen Alb. Und an einem Tag auf dieser Freizeit bin ich mit einer Gruppe von Jungen, die Fußballbegeisterten in der Gruppe waren, zu einem etwa 2 bis 3 Kilometer entfernten Sportplatz gegangen. Wir haben einige Fußbälle mitgenommen und ich habe auch meinen Sohn Boris mitgenommen, der damals 4 Jahre alt war. Dann haben wir dort miteinander Fußball gespielt und Boris hat auf dem Spielplatz, der direkt neben dem Sportplatz war, mit anderen Kindern, die dort zufällig waren, gespielt. Als er mit dem Fußballspielen fertig war, habe ich zu den Jungen gesagt, packt alle Bälle ein, zählt auch nach, ob sie alle da sind und dann gehen wir zurück zu unserem Freizeithaus. Das haben wir dann auch getan. Und als wir an dem Freizeithaus ankamen, fragte meine Frau sofort, wo ist denn Boris? Und mich durchfuhr ein großer Schreck. Ich hatte meinen Sohn auf dem Spielplatz vergessen. Ganz schnell drehte ich um und lief im Dauerlauf die Kilometer bis zum Spielplatz. Und dort saß mein Sohn Boris immer noch mit anderen Kindern und spielte. Er hatte gar nicht gemerkt, dass ich schon weggegangen war. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, war ihm nichts passiert. Und ich war froh, ihn auf meine Schultern zu setzen und ihn zum Freizeithaus zu tragen. Und meine Frau war natürlich auch sehr erleichtert und sagte noch zu mir, ja, die Jungen haben gedacht, die Bälle hast du zählen lassen, aber an Boris hast du nicht gedacht. So schnell kann es gehen. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Schon viele Jahre zurück, aber immer wieder werde ich in bestimmten Situationen daran erinnert, dass das auch eine Bewahrung war, dass dem Boris da nichts passiert ist. Aber jetzt zu unserem Bibeltext. Ich finde es gut, dass Jesus in seinen Gleichnissen immer Beispiele aus dem Alltag seiner Zuhörer gebraucht. Wie hier bei dem Schaf, das nicht mit zurück in den Stall gekommen ist. Und ein Schaf, das war schon ein sehr kostbarer Besitz. Dafür lohnt es sich, noch einmal loszuziehen, auch wenn man müde und kaputt von der Arbeit des Tages war. Und auch wenn noch 99 andere Schafe im Stall waren. Das leuchtete den Zuhörern Jesu damals ein. Und das können wir sicher nachvollziehen. Wenn wir etwas verloren haben, was wertvoll ist, dann suchen wir danach und geben nicht auf. Und dann sagt Jesus, oder will Jesus durch dieses Gleichnis sagen, das Tolle ist, genauso verhält sich Gott. Und deshalb hat er uns diese Geschichte erzählt, die wir im Lukas-Evangelium nachlesen können. Sie will uns Menschen deutlich machen, Gott gibt nicht auf. Er will alle Menschen, nicht nur die, die lieb und anständig sind, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten damals in unserer Geschichte. Dafür hielten sie sich nämlich. Sie hielten sich für gut und die anderen, die nicht so fromm waren, das waren die Bösen, die nicht so Guten. Die Pharisäer wussten, was sich gehörte. Die hielten sich an die Gebote, die waren ganz einfach super fromm. Doch Jesus sagt Gott, dass Gott nicht reicht, nur die Frommen zu haben, die schon an ihn glauben, die mit ihm leben, die nach seinem Wort fragen. Lass es mich einmal so sagen, Gott ist unersetzlich. Der kriegt sozusagen den Hals nicht voll. Der will mehr. Der will alle Menschen. Der Apostel Paulus hat es in seiner Briefe so ausgedrückt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in diesem Zusammenhang meint Wahrheit, nur bei Gott finden wir erfülltes ewiges Leben. Und das möchte Gott, dass wir bei ihm erfülltes
ewiges Leben finden und annehmen. Und dafür scheut er keine Kosten und Mühen, um sein Ziel zu erreichen. Das will Jesus mit dieser Geschichte deutlich machen. Und so ist diese Geschichte eigentlich die Geschichte des Einsatzes Jesu auf dieser Erde. Gott hat es nicht ausgehalten, dass wir Menschen ihm davonlaufen, verloren gehen, wie es die Bibel sagt. Und deshalb hat er wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, um uns zu retten. Deshalb ist Gott selbst in Jesus Mensch geworden. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann sagt er auch noch: Ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das Tolle ist, das hat er getan. Er hat nicht nur große Worte gemacht, sondern ist den Weg bis ans Kreuz gegangen. Und dort hat er sich blutige Hände geholt, wie der Hirte in unserer Geschichte, als er unter Dornen und Sträuchern nach seinem verlorenen Schaf gesucht hat. Die holt man sich ja schnell, wenn man in ein Gestrüpp greift. Und Jesus hat sich nicht nur blutige Hände geholt, er ist verblutet am Kreuz, gestorben, damit wir Menschen, du und ich, von Gott gefunden werden können. Um im Bild zu bleiben, durch Jesu Tod ist es nun möglich, dass wir vom guten Hirten nach Hause getragen werden, wie das Schaf in der Geschichte. Jesus hat möglich gemacht, das dürfen wir neu hören und darauf dürfen wir uns verlassen. Vielleicht gibt es ja manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir diese Gewissheit aus dem Blick verloren haben. Ist uns diese Gewissheit abhanden gekommen, dann dürfen wir es heute neu hören und wiederfinden. Gott ist an uns interessiert. Du bist eingeladen, in Gottes Nähe zu leben. Du bist ihm unendlich wichtig. Ja, wirklich. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut, um dich zu gewinnen, um dich dahin zu bringen, wo du hingehörst, zu ihm, in seine Gemeinde und letztlich nach Hause. In unserer Geschichte heißt es nach der geglückten Suchaktion: Freut euch mit mir, so sagt der Hirte seinen Freunden und Nachbarn. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Für mich wirkt diese Freude, die der Hirte ausstrahlt, ansteckend. Ich freue mich darüber, dass ich zu Gott gehöre, ohne Wenn und Aber, ohne Vorleistung meinerseits. Und so sind wir eingeladen, das zuzulassen, dass diese Freude auch unser Herz, unser Leben ganz neu bestimmt. Die Freude darüber: Gott ist für mich, er rechnet mir keine Schuld und kein Versagen mehr an. Ich darf immer wieder neu zu ihm kommen. Ich werde von Jesus, dem guten Hirten, immer wieder neu in die Nähe Gottes geführt. Trotz mancher offenen Fragen und Zweifel, die ich schon mal habe. Trotz manchem Misstrauen gegenüber Gott. Trotz mancher Gleichgültigkeit und mancher Schuld. Trotz manchen Versagens. Sicher, oft sieht es so aus, als hätte ich alles verspielt. Als würde mich der Hirte nicht mehr finden können. Ja, als würde er mich auch nicht mehr wollen, weil ich schon wieder weggelaufen bin. Vielleicht denkst du das ja auch mal, vielleicht sogar im Augenblick heute, wo du diesen Gottesdienst mit uns feierst. Unsere Geschichte und das Leben Jesu und sein Sterben am Kreuz sagen mir: Gottes Haus hat immer wieder eine offene Tür. Ein Lied, das wir oft auch in unseren Gottesdiensten, besonders auch im Durchblicke-Gottesdienst singen, heißt: Komm so, wie du bist. Ja, so dürfen wir wirklich kommen, so wie wir sind, dürfen wir kommen, weil Jesus die Tür zu Gott ganz weit aufgemacht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, er sucht uns immer wieder, um uns heimzuholen in Gottes Nähe. Das dürfen wir heute ganz persönlich wieder neu hören. Das ist das Erste, was uns die Geschichte heute neu sagen will. Freu dich darüber, dass du einen Platz bei Gott hast, der der gute Hirte ist. Und das Zweite hat mit anderen Menschen zu tun. Unsere Geschichte will uns auch sagen,
Gib du selbst auch andere Menschen nicht auf. Verurteile sie nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Zöllner und das Gesindel in Anführungsstrichen, so haben sie die Menschen ja empfunden, getan haben. Weil Gott sie nicht aufgibt. Zu wissen, dass wir beide, du und ich, von Gott unendlich geliebt sind, wird uns dazu bringen, andere Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Mit den Augen der Liebe Gottes. Und Liebe gibt niemals auf. Auch das ist an Jesus abzulesen. Der russische Dichter Dostojewski hat das einmal so gesagt: Einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir leben ja jetzt schon lange in dieser Corona-Krise. Zum Glück wird es ja besser. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir auch in unserer Gemeinde uns so wenig treffen konnten oder fast gar nicht treffen konnten, habe ich das Gefühl, dass vielleicht manche Menschen in Anführungsstrichen verloren gehen, auf der Strecke bleiben. Und so empfinde ich das als eine große Herausforderung, dass wenn wir uns wieder als Gemeinde treffen können, zu gucken, wer ist doch noch da, wer kommt wieder. Und dass wir Menschen nachgehen und sie wieder neu einladen in die Gemeinde, in die Nähe der Liebe Gottes, so wie der Hirte in der Geschichte vom verlorenen Schaf, dem einen Schaf, das weggelaufen war, nachgeht. Ich finde, das ist eine Herausforderung. Aber diese Herausforderung können wir annehmen, weil wir wissen, dass Gott jeden Menschen so liebt, wie er auch uns liebt. In diesem Sinne lade ich uns ein, ganz neu diese Freude in uns aufzunehmen, dass wir von Gott geliebte Menschen sind, dass Gott uns nachgeht, so wie der Hirte in der Geschichte dem verlorenen Schaf nachgegangen ist. Und dass wir das ganz neu in den Blick bekommen, dass wir in Liebe miteinander umgehen, in der Gemeinde, in unseren Familien, in allen menschlichen Beziehungen, in denen wir leben. Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Und wir sind eingeladen, an der Suchaktion Gottes mitzumachen. Mitzumachen, andere einzuladen, diesem Gott zu vertrauen, der uns in Jesus als der gute Hirte begegnet. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne ganz fest in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Wort, sei zwei für immer mit Jesus.
Ich bete mit uns. Herr unser Gott, Vater Himmel, es tut gut, das neu zu hören, dass du uns nachgehst, immer wieder neu. Herr, so wollen wir dich heute ganz besonders für die Menschen bitten, die sich vielleicht verloren fühlen oder vielleicht sogar verloren sind. Für Menschen, die krank sind und Angst haben, was die Krankheit mit ihnen macht. Für Menschen, die einen geliebten Menschen durch den Tod verloren haben und denken, jetzt ist wirklich alles verloren. Lass sie darauf vertrauen, dass wir bei dir eine ewige Zukunft haben. Wir bitten dich für uns als Gemeinde, lass uns Zeichen deiner Liebe sein, damit die, die dich noch nicht kennen, auf dich aufmerksam werden und bei dir ihren Platz finden, ihr Zuhause. Herr, wir bitten dich für Menschen auf der ganzen Welt, die in Zuständen leben, die wirklich auf Verlorenheit hinweisen. Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die unter Gewalt, unter Hunger, unter Terror leiden. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, dass sie sich von deiner Liebe bestimmen lassen und den Menschen dienen und nicht nur ihren eigenen Interessen. Herr, danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du unsere Gebete hörst. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, für uns ganz persönlich, für deine Gemeinde und für deine Welt, sagen wir dir mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt. Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich. Alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus. Lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne. Thank you.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mit uns geht. Aus diesem Gottesdienst hinaus in unseren Alltag. In diesem Sinne dürfen wir darauf vertrauen, dass uns sein Segen begleitet. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Thank you.